Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play World of Warcraft mit unserem Wogenhexenmeister Merrick. Sind wir hier in Sturmsiel momentan und wir befinden uns jetzt gleich auf der Suche nach Grenan Aranas. Würde ich sagen, stiefeln wir da einfach mal los mit unserem neuen Begleiter der Teufelswache. Kira, das wird gut, das wäre weiblich. Kira wollte ich ihn ja nennen, weil Kiras Hack ist ja auch ein ziemlich unaussprechlicher Name. Okay, wir müssen die Straße darunter folgen. Dann müssen wir uns hier, sind wir ein bisschen abgedriftet, müssen wir uns dann ein paar Spinnen und beziehungsweise Giftbrut-Huschern vorbeikämpfen. Aber das sollte ja kein Problem sein. Im letzten Part sind wir dann auch auf Level 12 aufgestiegen. Also wird langsam. Unser kleiner Hexenmeister wird langsam groß. Auch wenn es halt mit kleinen Schritten ist. Aber er kriegt das schon hin. So, ab durch die Blümchen, wieder auf die Straße zurück. Noch bei schönstem Regenwetter heute. Und passende Musik dazu. Wie weit ist es denn noch? Ja, wir sind fast da. Okay. Ach, wir können uns ja mal einen kleinen Buff geben. Vor der Brücke oder auf der. Ah, vor der Brücke, okay. Da ist Grenan Aranas. Warum klingt das hier unten? Schon wieder. Okay. Königlicher Chemiker. Seid gegrüßt. Merrick, Gen. Sie haben Gen. Sie haben unseren König verschleppt. Wurde eine Erfolg-100-Quest abgeschlossen, wobei das keine 100 gewesen sind. Verrat an der Witterfront. Lord Godfrey hat König Graumene an der Witterfront gefangen genommen. Er konnte die beiden Fürsten aus dem Osten überzeugen, sich seinem Plan anzuschließen. Der Narr scheint zu denken, dass er eine Vereinbarung mit dem Verlassenen treffen kann, wenn er ihn Graumene überlässt. Hört genau zu, Merrick. Wir müssen diese Angelegenheit mit so wenig Blutvergießen wie möglich klären. Mit diesem Trank könnt ihr euch unerkannt hineinschleichen. Ermordet die verräterischen Fürsten, bevor die Dinge vollkommen außer Kontrolle geraten. Trinkt Grenans Tarnungsgetränk an der Witterfront und tötet Baron Ashbury und Lord Walden. Das ist ein toller Name. Ich mache schon noch Sprachforschung allein vom Aussprechen hier. Hier runter gucken. Ja, nur Wasser. Ja, ein kleines Stück ist, aber wir brauchen noch eine halbe Minute, bis wir unseren Speedbuff wieder kriegen. Können wir hier durch jetzt? Versetzt den Zauberer in Verstohlenheitsmodus, hält an, bis die Aktion abgebrochen wird. Ah, okay, die Wache und die können einen entdecken. Vielleicht können wir hier einfach sneaky außen lang, so. Vielleicht hier hoch, ich weiß nicht. Ich hoffe, das ist. Nee, können wir nicht hoch. Okay. Wir gehen hier lang. Ich hoffe, der Hund sieht uns nicht. Was ist hier denn los? Da liegt jemand tot. Okay, bin ich überhaupt richtig, sag mal? Ich glaube nicht ganz. Da hinten. Okay. Das ist der nächste Wachhund. Ich glaube, wir sind eine Ebene zu weit vorne. Oder ein Bereich zu weit vorne. Dann gehen wir erstmal rechts rüber, je nachdem, wie der Wachhund läuft. Sheepies. Ganz viele. Dann gehen wir doch links rüber, weil der Hund, die Patrouille läuft gerade rechts lang. Hallo. Wie geht's euch? Alles flauschig? Ich hoffe doch. So. Oh, dann muss ich wahrscheinlich aus dem Verstohlenheitsmodus raus. Läuft jetzt wieder zurück. Okay, gegen die beiden muss ich dann wahrscheinlich kämpfen. Aber nee, ich komme ja da durch. Aber die Sache ist, wenn ich drinne bin, nicht, dass die dann.
Geht hoch, okay. Wir gehen erstmal ganz hoch. Vielleicht ist es dann so jetzt aus dem Modus raus. Vielleicht haben wir die Wache nicht gehört. Ist halt jetzt ein bisschen nah hier dran. Mit dem Kämpfen, aber geht gerade nicht anders. Macht auf jeden Fall ordentlich Damage an uns. Oh, was hat er jetzt? Ihr seid stark voll und betäubt. Du Schuft. Was fällt denn aus, bitte? Stufe 12. Eieiei. So, ab wieder in Stealth-Modus. Jetzt hoffe ich mal, dass die Hunde da nicht langlaufen. Da oben sind auch Sheepies. Sehr nice. So, rüber zu Ashbury. Das Leben kann er nebenbei regen. So wie es aussieht, läuft die Patrouille auch gerade. Ne, der bleibt. Ah, jetzt, okay. Ich wollte gerade sagen, der Hund bleibt da mitten auf der Brücke stehen. Das wäre ungünstig. Das wäre dann schwierig, da drüber zu kommen. Ohne die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Bestimmt oben im Turm drin. Haben wir aber abgelegenes Örtchen ausgesucht. Da ist er ja. Er geht hinten lang. Vielleicht haben wir Glück. Geht er da noch irgendwo rein? Warten wir mal ab. Müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen, sage ich mal, im Nahkampf. Agieren. Komm, wir gehen jetzt raus, wir probieren es jetzt. Wir drehen auch hier wieder um. Wo ist meine Wache überhaupt dadurch durch den Stealth gegangen? Das kann natürlich sein, dass sie jetzt eingesteckt wurde. Hier ist natürlich ein bisschen Damage. Aber jetzt, sage ich mal, die Teufelswache zu rufen würde dann, glaube ich, etwas zu lange dauern. Ashbury wird wütend. Oh. Komm. Danke. So, hatten Stealth und wieder zurück. Die haben nichts gehört und nichts gesehen. Sehr gut. Müssen wir gucken, dass wir an der Patrouille wieder vorbeikommen. Müssen wir da hin? Wahrscheinlich dieses Örtchen, wo wir vorhin gewesen sind. Da hinten ist jemand am Kämpfen. Wir können es dann einfach gemütlich durchschleichen, würde ich sagen. Die Patrouille ist ja auch ausgemerzt worden. Ach nee, der Hund ist von ihm getötet worden. Armer Hund. Macht bestimmt noch ein Schläfchen, hoffe ich doch. Aber hier scheinen die Wachen weg zu sein. Nee, obwohl. Ach, da der. Ist der eingesperrt? Nö, so gar nicht eingesperrt. Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt hier aus dem Stealth rauskomme? Dann greifen die mich doch alle an, oder was? Alles, was ich tue, tue ich für Gilneas. Ich wünschte, wir hätten es anders lösen können, Merrick. Lasst uns sicher gehen, dass wir die Sache ohne weiteres Blutvergießen beilegen. Okay, die verschwinden. Es ist vorbei, Godfrey. Ihr habt keine Unterstützung mehr unter den Fürsten des Ostens. Ich habe einen von euch als meinen König anzuerkennen. Vertraut euren Instinkt. Ist er jetzt? Ich glaube, das hat er nicht überlebt, weil da unten ein Boot ist. Vielleicht hat er es geplant. Aber, okay, er ist einfach runtergehüpft. Na gut. Für Heimat und Familie. Flankiert die Verlassenen. Ich danke euch, Merrick. Wir können uns jedoch nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir haben von einem Bergbaudorf erfahren, dass derzeit von den Verlassenen besetzt wird. Einige unserer Männer sind zusammen mit Crowleys Tochter zu den nahegelegenen Pferdestellen aufgebrochen, um von dort aus das Kommando zu übernehmen. Liam sollte in Kürze zu ihnen stoßen. Ihr bleibt hier und organisiert die letzten Angriffswelle in Gineas. Sprecht mit Lord Harrell, um euch ein Pferd zu besorgen, das euch dorthin bringen kann. Sprecht mit Lord Harrell, um euch ein Pferd-zu-Pferde-Wechselstation zu organisieren und meldet euch bei Elorna Crowley. Wir werden unsere Gefallenen rächen. Das werden wir auf jeden Fall. So, wo müssen wir denn hin? Beziehungsweise, wo ist er denn überhaupt? Ach, da ist er ja. Stand direkt neben uns, okay. Seid gegrüßt.
Jetzt ist nicht die Zeit, gegen einen anderen zu kämpfen, Merrick. Ich benötige ein Pferd. Schönen Tag noch. Das ist nett. Auch ruhig. So, wo geht's denn hin? Ganz da drüben hin, oder? So eine weite Strecke. Ein ordentliches Stück hier. Hallo Schiebis, vorsichtig Pferd. Ja. Die sind zwar flauschig, aber wenn die über die Trübe läuft, ich meine, das merken die auch. So, die Wachen sind jetzt uns auch wohlgesonnen, so wie es aussieht, ja. Das passt auch. Auch ein schönes Bild hier, Sonnenuntergang. Das ist schon gut, dass man Pferd haben. Ich meine, die Strecke jetzt zu Fuß laufen, das wäre, könntest du wahrscheinlich eine Folge im Let's Play machen, wie man laufen. Das wäre bestimmt eine sehr spannende Folge. Es geht immer noch. Oh ja. Okay. Noch mehr Schiebis. Weiß nicht, ob man es merkt hier, die Schiebis, die fühlen sich hier richtig wohl. Eine Friedensblume. Ganz viele Wald- und Wiesentiere auch hier. Oh, die haben ihre Ruhe. So muss das sein. Gleich haben wir es geschafft. Gleich sind wir da. Entdeckt Pferdewechselstation. Danke. Kräftige Gebirgspferd. So, Lona. Beeilt euch. Ich bin froh, dass ihr hier seid, Merrick. Wir sind von allen Seiten von ihr verlassen umzingelt und können jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Befreiung. Wir haben kürzlich herausgefunden, dass die Dorfbewohner in Glutstein die schlimmsten Verheerungen des Fluchs überlebt haben. Leider hatte ihr Dorf... Was ist denn jetzt? Gedankenansicht. Leider hatte ihr Dorf beim Einmarsch der Verlassenen nicht so viel Glück. Die Verlassenen haben die Dorfbewohner gefangen genommen und zwingen sie in den eingelegenen Minen als Sklaven zu arbeiten. Befreit 5 versklavte Dorfbewohner in der Glutsteinmine. Dann haben wir hier noch Markus. Zu lange waren wir von Mauern umgeben. Niemanden Sklaven. Ich war einer der wenigen, die entkommen sind, Merrick. Nachdem die Verlassenen so doof in unsere Mine eingenommen hatten, haben sie uns mit höchster Grausamkeit behandelt. Diejenigen von uns, die schwach waren und keine schweren Arbeiten aushielten, lasst was, dieses Land gehört uns. Wir werden es ihnen nicht kampflos überlassen. Markus, warte doch mal. Diejenigen von uns, die schwach waren und keine schweren Aufgaben aushielten, ließ die abscheuliche Wesen namens Brotok bis in den Tod schubsen. Meine Frau war eines seiner Opfer. Hexenmeister und ich haben geschworen, dass ich für ihren Tod Rache nehme. Ich bin jetzt zu schwach, aber ihr könnt für Gerechtigkeit sorgen für meine Frau. Für Gelneas tötet Brotok den Sklavenmeister in der Glutsteinmine. Erledigt diese Monstrosität. Brotok, der Sklavenmeister. Und dann kriegt man einen Gürtel. Wir sind verbunden durch einen gemeinsamen Feind. Okay, dann haben wir hier noch. Freunde von Graumähne sind auch meine Freunde. Magda Weißwall, die letzte Mahlzeit. Ich bin nicht dumm, Merrick. Ich weiß, was uns erwartet. Unser Volk wird diese Tore durchschreiten und gegen einen Feind kämpfen, der besser ausgebildet ist, zahlreicher ist und bessere Waffen als wir hat. Selbst wenn wir Erfolg haben, werden wir bitter dafür bezahlen müssen. Für die meisten von uns wird das Essen heute Abend die letzte Mahlzeit sein. Ich kann nicht kämpfen, aber ich weiß, wie man kocht. Bringt mir Fleisch von den Hirschen. Och, nee. Ach man, in der Gegend, ich werde sicherstellen, dass diese letzte Mal das Beste wird, was unsere Leute je gegessen haben. Besorgt für ein Stück Hirschfleisch, ja, gut, wenn es sein muss. Ungerne. Und dann gucke ich mal ganz kurz auf die Uhr. Das ist eigentlich so die Zeit, würde ich sagen, dass wir hier einen Cut machen, weil wir müssen ja jetzt das Hirschfleisch besorgen, oder? Na komm, wir besorgen noch das Hirschfleisch. Wir machen das noch eben. Dass wir die Quest haben auf jeden Fall, dass die fertig ist. Und, achso, wir können das mal hier mitnehmen. Toll, das habe ich jetzt vergessen. Unser Begleiter wollte ich gerade mal rausholen. Hat das über funktioniert? Die Hirschquest machen wir noch. Dass wir da hinter den Haken machen. Rufen wir um eben Kier. Wer wagt es, mich zu beschwören? Ich, Merrick.
10 Stück. Oh, gleich 3 getroppt, sehr schön. Wenige Hirschis, die dran glauben müssen. Ich bin außer Reichweite. Ja, reicht doch jetzt. Ich hoffe nicht, dass unser Kira hier eine Massenattacke macht und dann noch die Kleinen erwischt. Da haben wir auch nochmal 3, sehr schön. Vielleicht ist da hinten unser letzter Braunhirsch. Das ist zu weit entfernt. Ja, ist ja gut. Habe ich leider nicht gesehen. So. Natürlich nicht. Ach. Na gut, einmal noch. Aber dann ist gut. So, okay, haben wir sogar einen zu viel bekommen. Geben wir das eben noch ab. Ich glaube, Level Up werden wir nicht bekommen, oder? Ich weiß nicht, 2, 4, 5, 5 und ein Viertel Balken. Das glaube ich, so viel EP wird es da wahrscheinlich nicht geben für. Schauen wir mal. Na, ihr seid mir ja ein munteres Persönchen. Habt ihr bekommen, was ich brauche, Merrick? Ich danke euch, Merrick. Unsere Männer und Frauen werden ein wundervolles letztes Mal genießen, bevor sie in die Schlacht aufbrechen. Lebt wohl. Ja, habe ich fast gedacht. Etwas mehr als ein Balken fehlt. Ja gut, Freunde, das soll es dann an dieser Stelle... Okay, unser Begleiter drängt sich immer nach vorne hier. ...gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, morgen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.